Willkommen bei ARK. Ja, wir haben die Kampfmusik gleich zu Beginn. Da sehen wir warum. Ich habe die Kleine jetzt wirklich in meiner Küche eingesperrt. Obi hilft mir gerade beim Primate besorgen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was. So, das heißt, ich müsste mir jetzt eigentlich ein Primate schon nehmen. Moment, aber nicht da. Nehmen wir uns das drüben. Es ist mir nicht nachher zu weit. Ja, nehmen wir uns das mal raus. Tun schnell rüber. Upsele, so. Und gehen wir's da rein, so. Puh. So, mein lieber Kompi. Super, ich habe mal gedacht, ich habe zwei gehabt, aber okay. Na, jetzt müsste man. Jawohl. So, wir suchen einen Namen für den Kompi. Ja, ich will immer noch Push to Talk drücken. Ich brauch's gar nicht mehr. Gut, da ist er ja. Warum das Ganze? Weil das einfach so niedlich ausschaut. Also echt Nutzen. Ich habe keine Ahnung, ob die einen haben. Glaub eher nicht. Aber die sind doch einfach süß. Ja, sie zerstören auf jeden Fall so schnell Rüstungen wie kleine Diomorphodons. Das heißt, wenn man da von einem Baum Boden setzt, oh, jetzt kuschelt es auch. Die ist süß. Ist das niedlich? Ja, okay. Den einen Kompi haben wir jetzt mal, aber ich hätte gerne noch einen zweiten Kompi. Mal Eier legen tun die auch. So, wo legen wir es denn hin? Genau. Wobei, nein, da werden sie nur attackiert von Vögeln. Was hat denn die Kleine für Werte? Mit Doppel-I kann man sie wieder abwerfen. Schauen wir mal. Also erst einmal nicht Attacking Target, sondern neutral. Und dann schauen wir. 223 Leben, 200 Stamina, 350 Sauerstoff, 900 Food, 28 Kilo tragen, 200% Movement Speed. Nett. Und jetzt hat es auch irgendwie Natural Press. So. Auf die Schulter mit dir. Ja, wo bringen wir dich jetzt in Sicherheit? Ja, ich leg dich jetzt erstmal zu meinem Bettchen. Du kannst da aufpassen, dass nichts passiert. So, da darfst du stehen bleiben. Dann sagen wir dir noch, du bleibst da stehen. Kompi Level 59. Naja, immerhin. So. Und jetzt holen wir uns den nächsten. Oder ich finde das Männchen wieder. Je nachdem. Ja, Level 4 ist fraglich, ob es überlebt. Trennen wir ich wieder. Schon ist dieser Boost von plus 1 weg. Na komm hoch, da Kompi. Die sind einfach niedlich. Die schauen auch so süß aus. Ein Stück zurück. Na, ist die nicht süß? Ja, okay. Ja, also haben wir neue Lieblingstiere, zumindest ich.
Kombi? Was greifst du jetzt schon wieder an? Kombi? Kombi? Hat dir irgendwer gesagt, dass du den Pillar angreifen sollst? Wer hat dir das gesagt, hä? Komm mit. Sei nur froh, dass da alles auf passiv oder neutral steht. Genau, so, jetzt kommt gleich nochmal ein Eiskasten. Dann schauen wir gleich mal, was hat der Torbohr? Wow, ganze 29. Ja. Wenn du da nicht neben einem Eiskasten steht, hat man Pech gehabt. Und vor allem, wenn man im Eiskasten vielleicht nichts mehr drinnen hat. So, schauen wir mal, ob der überhaupt mehr als eins braucht. Nein, das reicht. So, Dankeschön, lieber Kompi. So, das wäre Nummer 2. Okay. So, auch den versteckt man jetzt da drinnen. Schau, Kompi, du kriegst Gesellschaft. Ja, und schon haben sie den Boost drauf. Dich machen wir auch auf neutral. Und nicht mehr folgen. Ja, der hat jetzt natürlich nur einen Level dazu gekriegt. So. Und jetzt schauen wir, ob wir das Männchen nochmal finden, oder? Wo könnte das Männchen hin sein? Das Männchen war vorhin da herunten. Kompi. Ja, Kompi. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Kompi? Kompi? Yeah. Kompi. Kompi? Die sind leider wirklich nicht groß. Und ich habe keine Ahnung, was sich hinverzogen hat. Wo könnte der kleine Kompi sein? Ja, wir haben mittlerweile übrigens auch zwei Affen, also Fibermangel, was ist das? Aber hat einen Vorteil, die zwei unterstützen sich hoffentlich, wenn doch mal ein Vogel angreift. Der Nachteil, den man gefunden, den ich rausgefunden habe, ist, irgendwann haben wir Affenbaby. Ja, dadurch, dass die zwei auf Wandern stehen, wenn die zwei zu nah zusammen sind, dann besteht die Chance darauf, dass sie auch noch ein Kind kriegen. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Kompi? Wo? Ich höre ihn ganz eindeutig. Oder ist das dafür? Kompi? Ach, der Kompi rennt dem Affen nach. Ja, du machst Sachen. Ja, der hat ein das ist gut, die rennen auch den Affen nach. Ja, dann komm mit, Kompi. Da hätte ich dich lang gesucht. Also den Affen hätte ich mir nicht so genau angeschaut, ja? Du rennst einfach unserem Affen nach. Ja, kannst dich beschweren, was du willst. Wir haben da zwei weibliche Kompis, die brauchen Gesellschaft. Leider habe ich gerade vorhin vor dem Tor nichts Größeres gefunden als den Kleinen. Naja, komm nur mit, komm nur mit. Du darfst auch in den Zähmkäfig. Ob du willst oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, keine Sorge, du landest ja nicht im Kochtopf. Du kriegst ein schönes Zuhause. Darfst andere beißen vielleicht einmal. Müssen wir mal einen Xau ausprobieren. Ob sich der jetzt wieder als Opfer, als Testopfer hingibt. Ja, na komm. Je mehr das sind, umso mehr Boost haben die praktisch.
Das heißt, im Prinzip sollte man dann schon eine relativ große Gruppe haben, wenn man sie zu Verteidigungszwecken einsetzen möchte. Ja, und dann lasst man es am besten bei sich irgendwo am Boden herumlaufen. Und wartet darauf, dass er angreift. Und hofft natürlich, dass nicht dann ersten Schuss weg sind. Also ihr habt gesehen, wie schnell die liegen. Da brauchen im Normalfall einen Schuss und die liegen. Oh, nein, nicht zu meinem Vogel. Das wäre weniger gut, weil der steht nicht auf passiv, der steht auf neutral. Nein, daher. Komm her, Kompi. Komm her, Kompi. Komm zu mir. So ist das brav. Ja. Genau. Einfach mitkommen. Einfach folgen. Ja, die Vollballer steht auf passiv. Da kann also nichts passieren. Dann schauen wir mal, aber ich glaube, das müsste sich noch ausgehen. Ah, okay. Obi sucht immer noch Prime mit. Das geht sich aus. Oh, wo bist du? Da bist du. Ja, also dann schlaf gut. Der hat immerhin 47 Torpor. Ist immerhin was. So, dann probieren wir es mal einzeln. Ob das schon reicht, weiß ich nicht. Problem ist halt, man hat nie viel Zeit. Ja, und dann hat noch nicht gereicht. Also noch einmal Torpor. Schnell zum Eiskasten drehen. Ein Try mitnehmen. Schnell wieder zurückdrehen. Wieder in das Viech rein. Da rein. Gib ihm das Primate und fertig. Ja, so, jetzt haben wir schon zwei Weibchen, ein Männchen. So, komm auf meine Schulter. Und Abmarsch. Ab durch die Mitte. Auch du kommst jetzt erst einmal in mein Schlafzimmer. Oh Mann. Ich wollte aber keinen Kompi zu. Wie man sieht, jetzt haben wir schon einen Boost mal zwei. Also, weil es schon eine Dreiergruppe ist. Offensichtlich zählt das aber erst, wenn sie sich bewegen. Kann das sein? So, Kompi, komm hier mal. So, kommt's mal zusammen, ihr drei. Na, hierher. Ihr folgt ja wieder phänomenal. Ja, jetzt haben es alle den Boost. Wobei, wieso hat der in der Mitte nur ein Plus 1? Das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Eier gibt es scheinbar auch schon. Ich habe aber noch keine Ahnung, wofür die irgendwann mal gut sind. Ja, und das ist jetzt praktisch der Teil 2 zu gestern. Gestern habt ihr gesehen, wie man diesen Kompis verzweifeln kann. Heute habt ihr gesehen, wie man die Kompis dann zähmt. So, und wenn man jetzt, ich habe vorher 4 mitgebracht. Ich sag, also wenn man die Sealing hat, dann geht's nicht. So, und du auch. Passt. Neutral. Was bist du? Noch nicht neutral. Jetzt bist du neutral. Und du auch neutral. So. Damit haben wir drei Kompis da drinnen stehen. Holen wir den vierten jetzt auch noch. Ja, aber nachdem uns Obi jetzt so netterweise so viel Primate beschafft hat, holen wir den vierten auch noch. So, du darfst jetzt auch gleich aus dem Käfig. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Noch ein Level 44er. Wie schaust denn du aus? Du bist rötlich. Okay, ja, passt. Färbung haben wir eh noch nicht. Ich glaube, ich sammle die einfach in jeder Farbe. Und cool, ja, gehen wir dann alle über Level 100 oder so. Können wir natürlich einen Spaß machen und die alle beim Abstellen und auf Wandern stellen. Oh, ist der süß. Die sind alle miteinander so süß. Da, schau.
Okay. Ja, Danu hat neue Lieblingstiere. Sie halten zwar nichts aus, also ich glaube, die Dromaeosaurus halten deutlich mehr aus. So, ja, gleich nehmen wir einen Eiskasten, du hast das vorerkannt. Und jetzt gute Nacht, meine Kleine. Auch da reicht eines. So, ein Primate und dann schauen wir. So. Primate rein, Narkotiks rein und ein Narkotiks essen. So. Naja, die braucht wahrscheinlich drei. Okay, haben wir noch. Haben wir noch. Geht sich ganz knapp aus. Und ganz herzlich danke, Ubi, fürs Sammeln vom Primate. Niam, 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 niam. Wie schaut's aus? 21 Level kriegt die drauf. Das ist ja cool. So. Rein da. Nee. Nimm. So, jetzt brauche ich schon, ja, wieso? Naja, okay. Okay, egal. Ich betäube sie gerade, obwohl ich eigentlich Take All nehmen wollte. So, jetzt haben wir eine kleine Kombi-Familie. Sind die nicht einfach niedlich? Wo hast du dich jetzt hingestellt? Da nach hinten, gut. Dich müssen wir noch, nein, nicht aus meinem Bettchen, sondern auf neutral und auf, nicht mehr Following. So, ein Level 65, ein Level 5, ein Level 59 und ein Level 23. So. Ja, was machen wir mit euch jetzt? Ich meine, ihr seid zu klein. Ich glaube, euch werde ich einfach in unser Lagerhaus bringen, weil ihr sollt ja Eier legen. Mal schauen, ob sie überhaupt da aus der Türe rausfindet, ihr vier. Da kommt's raus. Hier entlang. Nummer 1 ist draußen. Nummer 2 ist gleich draußen. Nummer 3 verirrst du dich auch noch raus. Und die Nummer 4 bitte noch. Kombi, hierher. Kombi. So, jetzt haben wir sie alle heraus. Also, wer braucht da Pinguine? Ich habe Kombis. Machen wir die Ui mal aus. Ihr seht, wie unterschiedlich die ausschauen können. Aber die sind doch einfach absolut niedlich. So, die bleiben jetzt alle hier stehen. Und ich wollte euch noch was zeigen, nämlich das Kochsystem. Ja. Ja, die formhübsche 10-Box, die wird so stehen bleiben, wer weiß wofür. Schön mit Fenstern rundherum. In der Nähe vom Eiskasten. So. Aber jetzt zu den Rezepten. Was braucht man? Man braucht unbedingt Notes. Das heißt, die brauchen Thatch und Fiber. Davon stellt man sich mal 1, 2, 3, 4, sonst was her. Schreibt da natürlich nichts rein. So, die legt man dann in den Kochpot rein. Aus dem Grund sollte alles andere draußen sein. Gut, Holz werden wir brauchen. Aber der Rest hat da drin nichts verloren. So, passt. Wenn man die jetzt drinnen hat, dann hält man E gedrückt und sagt Make Recipe. Allerdings sollte man es vorher, das, was wir in das Rezept tun wollen, ins Inventar legen. Ah ja, klar. Ja. Ich war halt vor dem Patch drinnen. Das heißt, alles, was ich vor dem Patch gemacht habe, ist nicht mehr gemacht. Das heißt, der Pronto steht da draußen noch bummvoll rum. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Cooked Meat, dann nehmen wir noch ein bisschen. Ja, ich habe gehört, mit Eiern soll es auch gehen.
Nehmen wir mal davon welche. So. Und dann geht man zum Kochtopf und sagt, make recipe. Ich erstelle mir jetzt das Rezept praktisch. Was soll da rein? Ich sage mal, ja, einzelne. Es geht irgendwie, dass man sich auch einzelne rüberschiebt. Ah, mit Steuerung und anklicken. Es dauert zwar länger, aber okay. Geht so auch? Nein, man muss es rüberziehen. 7, 8, 9, 10. So. Dann 10 Router. Im Moment sehe ich nicht, was dann draus wird. Das sehe ich erst, sobald ich das Rezept erstellt habe. Dann würde ich sagen, geben wir noch 3 Fleisch dazu oder mir ist auch 4. Und ein Dodo-Ei. Nehmen wir noch was? Ja, wir nehmen noch ein Zwulberis auch. So. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, danach kann man sich jetzt aussuchen, ist das ein Food oder ein Drink? Ich würde sagen, wir wollen was zum Essen. Der Unterschied ist ja, beim Drink kann ich Wasser dazu machen. Also ich kriege Wasser dazu. Beim Essen kriege ich auf jeden Fall eine Menge X an Nahrung. Dann kann ich mir hier aussuchen, wie soll das Essen ausschauen. Ist es eher ein Burger? Ist es eher ein Sandwich oder so? Oder ein Kuchen? Ich würde sagen, da Eier dabei sind, machen wir jetzt einen Kuchen. So. Dann gibt es hier 3 Regionen, die ich jetzt anmalen kann. Ich suche mir einfach mal eine Farbe aus. Ich kann die Farben auch nachjustieren, indem ich da hin und her wechsle. Und das kann ich eben für alle 3 Regionen. So, und die dritte. Grün. Ja, das schaut doch lecker aus, oder? Dodo-Kuchen. Ja, die Beschreibung, super yummy. Lassen wir mal, wird sicher passen. Es ist super yummy. So, und jetzt möchte ich eins wissen. Ich habe gerade was gesehen. Ist in meinem Rezept jetzt echt Tatsache. Man sollte also aufpassen, dass während des Rezept erstellen kein Meat spoilt. Ich habe jetzt in dem Rezept Tatsache drinnen Spoiled Meat. Na gut, links unten sehen wir jetzt, was das Ganze bringt. Also es würde 13,9 Food bringen, 5,6 Gesundheit und 5,1 Stamina. So, das Ganze probieren wir jetzt noch einmal ohne Spoiled Meat. Ist ja nur gut, dass ich noch ein Rezept habe. Also, Rezept reinlegen. Dann E gedrückt halten, Make Recipe und dann noch einmal. Steuerung. Oh, das ist ja das Rezept von vorher. Cool. 10, 10, 10, 3, 1. Make Recipe. Jetzt habe ich allerdings Folgendes vergessen. Jetzt habe ich kein schönes Aussehen genommen. Also, ihr seht da den Kuchen mit 13,9. Der bringt jetzt 13,6. Das heißt, auch Spoiled Meat bringt uns Nahrung interessanterweise. Natürlich die Gesundheit bringt das allerdings mehr und Stamina auch. Das heißt, Spoiled Meat da drinnen ist weniger gut. Wir werden also jetzt einmal probieren, dieses Rezept hier zu kochen. Da bin ich gestern durch Zufall auch was drauf gekommen. Wenn ich das Rezept nehme und dann hier auf Transfer All gehe und dann Accept sage, schmeißt mal alles, was für die Rezepte ist, da rein. Ich möchte jetzt das hier nicht machen, sondern ich möchte das hier machen. Da brauche ich jetzt ausnahmsweise wirklich das Zeug drinnen. Ich muss es anzünden und er kocht es mir. So, jetzt neu. Bei dem Rezept. Okay. Bei dem Rezept unten steht dieser Crafting Skill. Problem in der Geschichte ist, ich kann es allerdings nicht lesen, was da steht, was irgendwie außerhalb vom Fenster ist. Da sollte man sehen, wie weit sein Skill selbst ist. Wie gesagt, im Moment sehe ich nichts. Je mehr man davon herstellt, umso besser soll es sein.
Der Vorteil an diesen Rezepten ist, schaut sie einmal, wie lange das haltet. In meinem Inventar haltet es schon über den ganzen Tag. Das heißt, ich kann so, wenn ich dann doch recht gute Rezepte habe, Fleisch haltet 5 Minuten, wie lange haltet es im Inventar? 11 Minuten, also nicht wirklich lang. Dagegen hält natürlich die selber gekochten Rezepte deutlich länger. Also deutlich ein Vorteil. Im Moment, die Werte sind noch nicht berauschend. Ich rechne allerdings damit, dass das Ganze noch nachkorrigiert bzw. nachjustiert wird. Ist es bereits heute geworden mit 224,2. Es bringt, glaube ich, jetzt das Vierfache von dem, was gestern gebracht hat. Ich kann mal schauen, ich habe ja gestern schon herumexperimentiert. Ups. Endlich hat mein Bookshelf hier Sinn. Also, was habe ich gestern gemacht? Ich habe gestern probiert, mit Mejo-Beeren ein Essen zu machen, aus allen möglichen Beeren was zum Trinken, aus Azul-Beeren und Wasser was zum Trinken. Also, das sind so meine Versuche von gestern. Auch da, die Crafting-Skill kann man leider nicht lesen, er dürfte aber irgendwo da sein. Also, ich hoffe, dass man das dann bald sieht. Weil so ist es ein bisschen doof. Ja, so viel zum Thema neues Kochsystem. Wann genau das dann steigt, ich weiß es nicht. Die Rezepte kann man sich übrigens so aufheben. Ich sehe dann auch immer, ob mir was fehlt oder ob ich alles hätte für das Rezept. So. Ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Wenn ich es in einen Preserving Bin reingebe, dann hält das Zeug. Wo ist es denn da? Schon 19 Tage. Und wenn ich dann sage, aber ich gebe es im Eiskasten, dann hält es beinahe unendlich lang. Ihr seht, 226 Tage. Ja, und wie isst man es? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Entweder ich gehe ins Inventar, klicke es an und sage Use Item. Oder ich ziehe es in meine Schnellleiste. So. Drück einmal 9. Njam, njam, njam. Ja, hört sich irgendwie so schlürfend an, dieses Geräusch. In Wahrheit möchte ich eigentlich essen, aber okay. Nehmen wir das einfach so hin. Danach schmeiße ich das da rein. Vielleicht mag es ja der Obi auch mal probieren. So, und damit würde ich sagen, reicht's für heute. Ja, die Kompis haben wir endlich gezähmt. Auch wenn es ein bisschen umständlich ist, aber es geht. Das Kochsystem haben wir uns auch angeschaut. Was gibt's denn noch Neues? Ja, wir haben uns noch nicht angeschaut. Zum Beispiel die Lupe. Die ist auch neu, Seite 224. Dann gibt es noch irgendein Turret, das Neues. Ich weiß jetzt noch gar nicht, welches. Es gibt die Unterwassermine. Die werdet ihr von mir gar nicht sehen. Vielleicht zeigt es der Koja, aber ich glaube nicht. War es das? Ja. Und wie gesagt, das Eiervieh, also der Oviraptor, der kommt dann hoffentlich mit dem nächsten Patch. Also mit 2.25. Ja, das hoffe ich zumindest. Auf den sind wir ganz gespannt und auf den freuen wir uns. Außer natürlich, er kann nur ein Ei tragen und dann ist er überladen. So, die Lupe finde ich da gar nicht. Ich habe es zwar schon gelernt, aber egal. Gut, zur Lupe selbst. Hier. Braucht Wood, Hide, Fiber, Kristall, Obsidian und Metall. Ja, der Koja wird sich demnächst vorführen und nachdem werde ich es mir dann ausbauen und euch zeigen, was die kann. Ich kann damit zu Strukturen zum Beispiel hingehen und schauen, wie viel Leben haben die wirklich noch. Was natürlich ganz praktisch ist, wenn ich jetzt bei einer Feindbasis durch irgendeine Türe möchte oder so, damit ich sehe, wie viel habe ich da noch zu tun. Ja, und ich glaube, mit dem Bild hier wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und sag bis morgen.